Nebenquest. Alles gut. まだ見つからないのか。すいません、大頭。あのコソドロはすばしこくて見失いました。私たちは盗賊団だぞ。お宝を盗まれるなんて、あっちゃならねえ。コソドロはまだこの砦からは出てないはずだ。絶対に捕らえろ。はい、大頭、大変です。今度は何だい。<笑>武装した一団が この砦に向かってきてます。かなり強そうです。次から次へと面倒なことが起き上がる。今日は役日だね。だがこの危機は必ず乗り切ってやる。戦闘班は配置につけ。迎撃態勢。シーフは直ちに宝物庫に向かえ。お宝が奪われないよう回収して避難だ。了解っす。 Noch eine Diebin in unsere Truppe. Wir haben doch schon eine tolle Diebin. Jetzt! Kono Heya! Da ist sie doch! Anna! Also kann ich die rekrutieren, aber die hat auch wieder eine Axt. Also kann ich einen Axtträger weniger in mein Team. Also kann ich einen aus meinem Team wieder rausnehmen. Ja, ich weiß. So weit kenne ich mich aus. Ich habe nur keinen anderen Teil bis jetzt gespielt, außer vielleicht noch den Warriors-Teil. Den zweiten. Da kam Anna ja auch vor. Und auch als Händlerin. Die ist in der mittleren Truhe, hat sie sich versteckt, ne? Anna ist somit sozusagen der Sith aus Fire Emblem. Weil Sith taucht ja immer in Final Fantasy auf. Wer weiß, vielleicht wollte Fire Emblem genauso was ähnliches schaffen und hat dann einen Charakter, den sie immer wieder verwenden. Einheiten, so. Erstmal, warum ist die denn... So, wen tausche ich aus? Er ist stark, levelt aber sehr schwach. Ich glaube, der würde noch... Der würde den finalen Kampf auf Level 1... Der würde den Boss one-hitten. Der ist einfach krass, der Dude. Ja, aber brauchen wir halt zwei Mönche? Der kann auch mal so eine Pause einlegen. Ach komm, er levelt so schwach.
Und einen Heiler im Team haben ist auch nicht verkehrt. Mithan besiegen. Also muss ich mich zurückhalten, erstmal den ganzen Rest hier besiegen. Ich will nämlich den Boss immer zum Schluss, weil das sind wertvolle Erfahrungspunkte, die sonst verlöten gehen. So, da ist Anna drin. Ich muss sozusagen die Truhen plündern. Warte mal, was ist, wenn die Truhen plündern wollen? Was ist denn da los? Nee, wir müssen... Ich hätte wenigstens die Positionen noch verändern sollen. So, du voran! Oh Gott! Protection. Ach komm, das sind halbe Portionen. Aber nur einmal. Ah, Level 5. Geht doch, Bram. Yes. Das machst du lieber nicht. Und ein letztes Mal, oder? Nee, doch nicht. Verdammt, ich habe den Langspeer genommen. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Na, Hauptsache Erfahrungspunkte, let's go. Kann sich hier nicht mehr wehren. Der hat auch die erste Stufe. Ich muss, glaube ich, ihm mal die zweite Stufe geben. Das mit der Verteidigungsformation, oder wie meinst du das? Mit Master auch immer so. Also ich lasse die Gegner auch gerne lieber erstmal zu mir kommen.
Einziges Problem, einmal Protection und die macht das nicht mehr, weil die braucht volles Leben. Es werden sowieso nicht alle drei überleben, also. Ich hätte vielleicht in den Nahkampf gehen sollen. Wie süß. Nein. Noch nicht. Hans. Genau so muss sein. Ich kann ja wieder kämmern, Mann. Was mache ich denn da? Vergesse ich ja immer wieder. So. Kleiner hat's drauf. So, ich gehe mit ihm aber hier hin. Ach ja, mit dem muss ich in den Nahkampf, na toll. Ich muss ihm noch mal Feuer kaufen. Ich muss mich dran gewöhnen, dass das hier nicht wie in Three Houses ist. Mir fehlen hier die Fähigkeiten und die Magie. Du brauchst die Erfahrung, komm. Obwohl, geh an ihm vorbei und schlag ihn dann. Gut, dass der nicht ausgewichen ist. Das hätte sonst wehgetan. So. Jetzt muss ich erstmal hier. Oh, hier muss ich aber ordentlich aufräumen. In einer der Kisten. Ich muss sowieso erstmal zu einer der Kisten, sonst habe ich Anna nicht. Da bin ich auch nicht sehr viel. Ist aber auch nicht sehr viel weiter als ich. Wenn die Nebenmission das letzte ist, was du gemacht hast. Hätte ich nicht von hier unten kommen können? Nee. Nur das Level hier fertig. Ja, dann geht's mit Spoiler weiter. Hier zwischen. Auch wenn es nicht viel ist, gibt den Erfahrungspunkte. Boah, auf Formation. Nee, nee. Ah, die kann dort noch Protektion machen. Okay. Ach stimmt, ich habe sie ja auch geheilt. Also war das doch gar nicht mal so. Mmh.
Wir müssen uns beeilen. Und ich weiß auch wie. Es könnte eigentlich in die Hose gehen, wenn ich das falsch mache. Ich kann ja wieder zurückspulen, wenn es scheiße war. Ansonsten räumst du da jetzt auf. Einheiten ab Level 10 können mit Hilfe eines Meistersiegels zu einer erfahrenen Klasse wechseln. Man kann denen also kein normal, also man kann denen kein eine solche, so eine Klasse einfach geben. Das heißt, man kann sie nur in deren Klassen stärker machen. Schade. Der Wechsel zu einer erfahrenen Klasse erhöht die Werte sowie die Anzahl verwendbarer Waffen einer Einheit und macht sie mächtiger. Durch Verwendung eines Zweitsiegels kannst du in einer anderen Klasse gleichen Rang sehen. Ah, okay, es gibt also doch noch einen Klassen. Doch noch eine andere Klasse. Die Klasse eines Charakters kannst du über das Inventar wechseln. So. Überreiten. Also ich muss sagen, es war eine verdammt gute Idee, meine Bogenschützin sowas beizubringen. Also diesen Ring zu geben. Und wem hast du denn den Sigurd-Ring gegeben? Wenn ich fragen darf. Das wird. Okay, nur zwei greifen sie an. Vielleicht habe ich Glück. Engage!
Ne, lassen wir erstmal. Wir engagen erstmal hier. Dann preschen wir mit dir ein bisschen vor. Weiter vorpreschen kann ich mit dir nicht, schade. Plan? Finde ich gut. Ach ja, ich wollte sie in ein Bündnis stecken. Heile ich damit alle? Interessant. Wie weit kann ich die eigentlich ziehen? Ich weiß es jetzt eigentlich. Ah, doch nicht. Ich wollte schon sagen, hä? Alter, dieses Level Up. So. Die werden sie angreifen, das ist gar nicht gut. Ich musste Anhalt schnell zur Hilfe. Also Anna schnell zur Hilfe. Heilen. Kind, sagt sie. Für sie sind doch alles Kinder, weil so alt wie die ist. Er hat aber eine fette Rüstung, Madame. Zeig mal. Ah, du bist flinker als er. Ja, das bringt nichts gegen so eine fette Panzerung. Boah. Yunaka geht ab. Ich wusste, dass das ein Fehler war. Aber die eine hat ja zum Glück sollte mich zurückziehen. Und nicht da reinlaufen. Zumindest nicht, bis ich alle meine Leute hier habe. Los, Saori, ich meine Chloe. Oh, verdammt, ich vergesse immer, dass die noch den Langstab hat. Egal. Gut ruf. Ich find's so geil, wie die fliegen. Also ab Level 10 kann ich sie dann leveln, also aufsteigen lassen, geil. Jetzt ziehe ich erstmal nicht zurück. Ja.
Mit wem könnte denn... Ist egal, mit was er angreift, Hauptsache Schmerzen. Total zerstört. Alter, ich glaube, es geht los. Hau ab! Jawohl! Können wir mit ihr reden? Was hat meine Alexa denn da hinten? Geht meine Alexa da hinten an. Ich hab doch gar nicht Alexa gesagt. Aber ich find's cool, dass man durch Nebenmissionen neue Leute mitnehmen kann. Anna sieht hier aber auch ziemlich jung aus. Das Design von ihr in den anderen, also zumindest in dem Teil, wo ich gespielt habe, also in Three Houses, oder eher gesagt Three Hopes, sah die auch anders aus. Ich lasse mal da stehen. Na, jetzt ist ein Langspeer gar nicht mal so schlecht.
Immer in Formation laufen. Okay. Greifst du ruhig an. Sie wird verteidigt. Alter, ich mach den Heiler jetzt als erstes platt, das dirigiert mich auf. Anna ist ziemlich flink. Haben wir jetzt. Die kann ihn so viel abziehen? Der ist doch gepanzert. Aber Feuer vernichtet Pflanze, komm her. Aber ich kann ihm nicht das. Aha. Schwachpunkt entdeckt. Magie. Das könnte in die Hose gehen. Zwei Angriffe hält die bestimmt nicht aus. Da versteckt sich was im Busch. Oh nein, Magie kann durch den Busch hauen. Mutig. Oh, er hält auch viel aus. Er hält auch viel aus. Okay, dann. Da ist der Elementvorteil an einen Scheiß gegen, ey. Ich glaube, Eddie werde ich das Video zuerst drauf machen. Kann blockieren. Ach komm. Ich blockiere den mal einfach. Hauptsache Level up.
Also ich glaube, das ist sowieso so ein Ding, was ich gar nicht brauche, so wirklich. Hey, der steckt fest. Stell euch mal vor, ich baue den hier auch so ein. Kommst du nicht weg? Anna ist auch nur Level 5. Aber ich habe so das Gefühl, es ist vollkommen egal, das Level. Weil ich selbst mit Level 2 ja gut durchkomme. Und jetzt hau weg den. Ach so, nach einer Runde ist das doch wieder weg. Ja, wenn das so ist. Komm, ist ja egal, ne? Gibt Erfahrungspunkte. Und das nicht wenig. Ich will erstmal ein bisschen alle mit zusammen versammeln hier. Ich liebe diese Schlagabtausche. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Engage! Oh, weg mit dem! Anerfahrung zwischen Selene und Celica hat das Maximum erreicht. Wähle Band im Enzyklopädie-Menü des Somniel oder auf der Weltcard, um den Bandlevel zu erhöhen. Da, 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 da. Na komm, einmal komplette Leiste weg. Ich werde unsere Kokke nicht
Wie weit kann er? Gut. Ach komm, wenn was. Und auch noch kritisch. Bei dem Namen der Mission hätte ich mir schon denken können. Warum ist sie so klein? ですが、私たちについてくれば先ほどよりも苛烈な戦場に赴くことになります。あなたにとっては危険な旅になると思いますよ。 私、こう見えて戦闘の心得があるのよ。自分のことは自分で守る。足手まといにはならないわ。それに、私、他に行くところがないの。家族と離れ離れになっちゃって。家族と。一人は心細いし、あなたたちと旅をしていれば、いつかみんなと再会できるかもって。 わかりました。そういうことなら、私たちについてきてください。私は神竜。これからよろしくお願いしますね。神竜様？あなた、神竜様だったの？これは、商売繁盛の予感。と、私の名前はアンナ。気軽にアンナさんって呼んで。 Haben wir jetzt auch andere.
Danke, Göttliche. Ich bin froh, dass ich mich dir angeschlossen habe. Ich fühlte mich langsam einsam. Die ist ja wirklich ein Kind. Aber nicht vorliegt. Könnten halt noch Fragmente und so haben. Ja, da. Nein. Noch so ein. Nein, jetzt nehme ich keinen Hund mehr mit. Jetzt ist gut mit Hunden. Nehme nicht mehr die gleichen Tiere mit oder so. Wenn ich ein Tier nicht habe, dann nehme ich es mit. Tau baue ich auch schon. Das ist eine andere Farbe. Kommen sowieso zu mir, die Fragmente. Es kommt jetzt keine Sequenz mehr, ne? Ein Trainingskampf. Den mache ich aber dann. Ein andern Mal. Obwohl, ich habe ja noch eine Sache noch nicht gemacht. Die Sache könnte ich noch mal ausprobieren. Und zwar Klassenwechsel. Einheiten benötigen Fertigkeiten, um in andere Klassen wechseln zu können. Zu Anfang hat jede Einheit individuell Fertigkeiten auf Gebieten, auf denen sie besonders talentiert ist. Einheiten können sich auch Fertigkeiten von Emblemen zu eigen machen. Dadurch können sie zu einer beliebigen Klasse wechseln. Oh, jetzt die Frage. Scharfschütz oder... Oh. Warte mal, die wird dann wieder Level 1? Ja, kein Wunder, dass der eine Typ so wenig Erfahrungspunkte kriegt. Der ist einfach schon mal in einer höheren Klasse. Herr Bogenritter wäre schon cool. Hier gibt's einen Bogenritter.
Es ist beides gut, aber Bogen auf S ist mir lieber als Bogen auf A. Sie ist sowieso sehr flink auf den Beinen. Deswegen lassen wir das so. Scharfschütze ist nämlich, die schießt dann von weiter weg, ne? Gott. Wie mal auf jeden Fall zum Wurmgott. Oberpriester. Spezial. Dieb ist spezial? Der Klassenwechsel ist ja schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber ich könnte schon einen Schwertkämpfer, einen zweiten brauchen oder so. Der ist halt schon in einer, der ist ja schon Rittermeister. Wo ist denn seine Klasse? Rittermeister. Rittmeister hier. Der ist ja schon hier. In einer höheren Stufe. Ich weiß nicht, ob mir die Rüstung gefällt bei ihr. Farm. Was heißt es, war's dann mit? Och nö. Können sie halt so einen Bogenritter machen.
Mit den zwei Siegeln. Aber nee. Ja, bei ihr brauche ich halt jetzt einen. Vidam. Was ich noch schade finde, ich fand ihr letztes Outfit eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt sind sie gepanzert. Was ist denn bei ihr? Lanzenflieger. Greifenritter oder ein Wyvern-Ritter. Aber ja. Ich speichere mal auf dem zweiten Platz.